Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Jesus sagte zu ihm: Nicht siebenmal, sondern 77-mal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm 100 Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief: Bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte: Habe Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen? So wie ich mit den Erbarmen hatte. Und in seinem Zorn übergab ihm der Herr zu den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso war mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht vom ganzen Herzen verdient gibt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Dieses Evangelium beginnt mit der Frage eigentlich, also wie oft muss ich vergeben? Und nehmen wir jetzt diese Antwort an, nicht nur 7-mal, sondern 77-mal. Ich bin gestern auch gesessen und habe gesagt: Wie lang, ich vergib dich, ich vergib dich. Also so. Aber heißt eigentlich immer verzeihen. Und es ist das kurze Wort dafür. Und dann hören wir dann auch von dem Diener.
der wirklich die, also er war 10.000 Talente schuldig. Ich weiß nicht, was die Talente sind, wie, also auch für unsere Sache. Aber es ist ein riesengroßes, also riesengroß ist es. Und Gott, weil, und Jesus hat sich das angehört und gab ihm dann also diese Schuld. Ich gebe dir das. Und dann geht er weg. Dann kommt ebenfalls ein Diener. Eigentlich ein Kollege, der mit ihm zusammen vielleicht gearbeitet haben. Und er, der sagt ihm das, er hat nur 100 Talent. Also man muss das auswiegen. Das ist ein, wahrscheinlich wie bei dem ersten Diener, also eine Zahl, die Jesus ihm vergeben hat. Und er, ist es die kleine Summe, macht dann wirklich, also ich kann das nicht verstehen, also wenn ich was kriege, da ist auch kein Dank dabei gewesen. Er hat es wahrscheinlich gesagt, naja, manchmal ist ja so. Also dieses Wort des Dankes ist eigentlich in unserer Gesellschaft kein Wort mehr. So war es da auch, aber er hat gesagt, er wird die Schuld begleichen. Er hat es aber so gesagt, dass er es wirklich auch tun wird. Und dann hat Jesus gesagt, ich vergib das. Und er geht so mit seinem Kollegen um. Er lässt ihn packte ihn, würgte ihn und dann noch gibt er ihn ins Gefängnis. Was sind das für Kollegen? Nein. Aber Jesus oder der Herr ließ dann ihn rufen und sagte zu ihm, du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest du auch du jemand, also der gemeinsam mit dir in meinen Dienst steht, Erbarmen haben müssen. Und dann eben auch der Zorn, den übergab ihm der Herr die Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Und das ist eben also für uns auch das 7x70-mal. Das heißt, vergeben alle Zeit.